Zuckerschnuten, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich begrüße euch mal wieder, schon lange nicht mehr gewesen, zu einem Getting Down. Ich glaube, bisher habe ich zwei gemacht, weil eigentlich ist das nicht so meins. Aber ich habe mich dann doch mal anstecken lassen und habe gedacht, ach, ich mache es jetzt einfach mal mit Video und habe gemerkt, dass das mehr Spaß macht, als wenn ich es alleine mache. Ihr werdet euch denken, hä, das Bild, das kennen wir doch, das hatte ich schon lange gepainted. Ja, das habe ich schon lange gepainted. Und ja, und heute kippen wir es down. Weil das liegt wirklich schon lange. Ich kann das gar nicht mehr sagen, das war ein Mystery. Mystery. Das war ein Mystery Event. Dann habe ich denn das gepainted? Warte, ich kann euch das sagen. Ich kann euch das sagen. Wartet. Im April. Und das ging auch nur im April. Ja, genau. Da habe ich mir den April gefüllt mit dem Bild, genau. Das war, das hat die liebe Katrin damals gemacht, das Video, das Event. Sie hat auch jetzt eins laufen gehabt. Es läuft noch, ich glaube, Mystery und Stitch Bilder. Und es kommt jetzt demnächst wieder ein neues Event. Und zwar Mystery und Song Painting. Genau. Das macht die liebe Katrin bei Facebook. Und das startet. Lasst mich gucken. Ich habe hier meinen blauen Zettel mit meinen Mystery. Mit meinen. Also sie macht im August Pause sozusagen. Und fängt dann im September wieder an mit dem Songpainting und Mystery. Und das geht im September und im Oktober. Also sie macht das auch über 2 Monate. Das finde ich toll. Das, ja, da hat man nicht so einen Stress. Ich habe auch mitgekriegt, dass sie jetzt auch Zahlen zieht. Also ihr könnt euch das in Zahlen einteilen, was vorher ja nicht war, bei dem ich es gemacht habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das. Auf jeden Fall ist das der süße Raccoon. Von Karat Art, von Ophelia Honey, 45x45 war das Review, habt ihr schon gesehen. Das ist noch nicht na, versiegelt. Das hängt an meinem, ja, darunter ist noch der Hirsch und der Vogel. Das ist zum Action. Und das war ein Standardbild. Das war mal in so einem Paket drin. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das hieß. Da hatte ich mir mal so ein Paket von bei Karat Art, so ein Mystery-Paket, aber das ist schon eine Weile her, gekauft. Und da habe ich das gepainted. Da waren noch mehr Bilder drin, aber das war das Erste, was ich davon gepainted habe, was in diesem Paket drin war. Da ist auch irgendwo ein Video, ein Unboxing. Und zwar könnt ihr da in der Playlist von Karat Art gucken. Ne? Also ich habe direkt eine Playlist mit Karat Art Bildern. Ob Unboxing, ob Kitting Up, ob Kitting Down. Das ist alles so drin. Ich habe es dann aber extra noch die Videos beim Kitting Down, beim Unboxing und so weiter. Je nachdem, nach wie ihr in der Playlist guckt. Karat Art ist ja, habe ich ja den Affiliate-Link und da haben die da eine gesonderte Playlist bei mir. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil ich viel gefragt, naja, da muss man so suchen und so. Ne, dann habe ich dann die Playlist gemacht und ja, und genau. Mir fällt gerade ein, ich wollte noch einer machen, aber dann muss ich mal gucken. Auf jeden Fall muss ich euch sagen, dass das ein ganz tolles Bild war und ich habe noch Friends in the Rain. Das hat die liebe Heidi von Craft the Matting gepainted. Auch ein total tolles Bild, muss ich euch sagen. Und ja, würde ich sagen, wir fangen mal an. Ich räume das erstmal schnell wieder hier weg. Fange das hier wieder an. Meine kurze Kleiderstange. Ich habe mir schon mal die Farben hierher geholt, weil die waren noch in einem Koffer drin. Das ist ein 120er Koffer. Und fragt mich nicht mehr, was da war unten drunter noch ein anderes Bild, aber was weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe meine Karat Art Box hier.
Hier sind tatsächlich wirklich nur Karat-Art-Bilder drin. Also auch nur Karat-Art-Steine. Und ich habe mir das sogar letztens wieder umgebaut. Da war ich fleißig und habe in die. Na, ich habe ja hier, bei denen hatte ich gar keine. Ich habe die hier so reingemacht. Keine Karteikarten drin. Und die Farben, die ich dann wieder in der Hand hatte, nachdem ich, glaube ich, weiß gar nicht, war das zwei Kitting Downs gemacht hatte. Oder auch hier die kleinen Tüten habe ich dann ad acta gelegt und die großen umgebettet. Ja, das würde ich jetzt genauso wieder machen. Also wir haben ein bisschen was zu tun jetzt, ja. Also die Box steht hier. Hier habe ich dann am Rand die ganzen Bilder. Mal noch eine Tüte übrig, falls ich einer braucht. Die Legenden vom Bild. Genauso wie die Sticker-Sheets, die es dann immer gab. Das gibt hier. Das ist das Flowerge von Franziska Cecilia. Also die mag ich super gerne, die Künstlerin. Und das Bild ist das Bild, was bei mir im Wohnzimmer hängt, seit ich das habe. Das erinnert meinen Sohn an mich. Also so sehe ich ungefähr aus. Genau. Und dann habe ich hier halt. Das hängt auch bei mir hier im Zimmer. Das Bild. Das hier habe ich in der Mappe. Das habt ihr gesehen, das ist auch in der Mappe. Was haben wir hier noch? Ach ja, das war noch das alte, so ein altes Bild, der mit Papierlegende. Das war der Eisvogel. Ja, dann haben wir den Schmetterling und den Sleepy Winterfox. Und den habe ich ja gepaintet. Der war auch in meiner Überraschungsbox, die mein Mann mir geschenkt hat. So, und hier habe ich jetzt meine Zettelage. Kreuz auf Kreuz. Habe ich hier rund und eckig stehen. Und das werden wir jetzt mal tun. Schiffchen. So, da haben wir zwei. Seht ihr, ne? Eine ist leer. Das weiß ich gar nicht. Mache ich es ab. Ah, guck mal. Geht. Super. Dann machen wir das ab. Ja, klar, geht ja. Das ist ja dasselbe Aufkleber. Ich bin so blöde manchmal. Was fehlt denn jetzt noch? Ja, genau, meine Box. Meine Box zum Downkitten. So. Was macht man jetzt? Schiebe ich runter oder schiebe ich nicht runter? Die waren mal 2 €. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja. Wir haben ja Beutelchen. Wir haben noch Beutelchen. Bei Karat Art haben wir noch Beutelchen. Da brauche ich da gar keine Beutelchen. Aber wir brauchen hier diese guten Dinge. Ich mache das jetzt raus. So, haben wir alles? Wir haben alles, oder? Ja. Hier sind so Beutelchen noch drin, die noch über waren woanders her, ne? Was ich jetzt zum Beispiel die Farben schon hatte und die einfach zusammenschmeißen kann, dann hebe ich mir die trotzdem auf. Also an Beuteln hapert es bei mir nicht, wie ihr seht. Schere brauchen wir jetzt nicht. So, dann fangen wir an, oder? Das kann gleich hier rein. Na, das. So, also wenn wir jetzt umbauen müssen, habe ich hier schon mal. Ach seht ihr, wir müssen ja hier noch kürzen. Die müssen wir nämlich ein Stück kürzen. Oder? Wartet mal. Ja, ein bisschen. Das machen wir gleich mal. Bevor wir jetzt starten. Puh, ich freue mich. Ich freue mich tatsächlich jetzt mit euch, das Daumen zu kippen. Wir haben schon fleißig gearmbrotet. Und jetzt dachte ich mir, mein Mann, der fängt jetzt wieder an mit Sport. Der konnte ja nicht. Der durfte ja nicht. Weil er sich ja hat ein Tattoo stechen lassen. Im Urlaub. Das hatte ich aber, glaube ich, erzählt. Ne? Mein Papa sieht echt toll aus. Also, das ist wirklich ein schönes Tattoo. Das hat sich jetzt geschält. Und jetzt ist es schicki. Und jetzt fängt er wieder an mit Sport machen. Der ist die Woche schon 30 Kilometer Fahrrad gefahren. Das war halt mit den Schlitzen so, ne? Aber das ging. So, das reicht. Und ja, jetzt macht er wieder
Kraftsport. Jetzt. Mir hat doch das noch eingefallen. Oh, ich habe ja bald Geburtstag. Da müsste ich vielleicht mal noch, mal noch aufschreiben, was ich denn möchte. Das hat sie heute gemacht. Mein Sohn ist bei einem Kumpel, der jetzt wieder mit Fußball spielt. Auch schön, da freut er sich total. Die hat er echt vermisst. Der war bei meiner jüngeren Tochter in der Klasse und na, dadurch haben die sich auch in der Schule nicht mehr gesehen. Und, aber jetzt wieder. Und ja. So, wir haben das schon in rund, aber wir haben jetzt eckige Steine. Ich überlege gerade, wartet mal, sind die zusammengeknallt? Die sind ja nur eckige Steine. Ach nein, die sind die runden. Naja, eckig, eckig, rund. Ja, gut. Aber ihr wisst ja, ne? Ich, ja, zur Zeit finde ich eh nur eckig, wa? So, einen kleinen Mülleimer noch dazu hier, da kann ich die Kleine mit reinschmeißen. Ich weiß gar nicht, ihr, also ich, wartet mal, weiß ich gar nicht. Ich nehme ja die feuchten Feuchttücher. Die feuchten Trocknertücher. Und die sind ja dann trocken und dann haue ich die weg. Und wie ist das mit euch, die trockenen Trocknertücher nehmen? Schmeißt ihr die dann auch weg oder hebt ihr die auf und nehmt die nochmal? Bei mir ist das echt nicht ganz schlüssig. Absturz. Mir ist das nicht ganz schlüssig. Soll ich mal ein bisschen höher nehmen hier? Ich komme heute gar nicht klar mit mir. Merkt ihr das? Ich habe schon das innere Zeug hier liegen. Oh, das ist abgewandt. Wieso nicht? Gefällt das noch nicht hier? Heute gefällt mir das irgendwie nicht. Ich könnte eigentlich auch die Kamera ausmachen, aber ich nehme euch mit. Beim Rumgemehre. Dann kann ich das ja drunter klemmen. Genau so machen wir das. Und wie weit muss ich jetzt hier rein? So. Entschuldigt. Das war der Stuhl gegen meinen Schrank. Ja, ich sag ja, bei mir ist enge, ne? So, aber eigentlich brauche ich das doch nicht. Ich habe das dann. Nee, ich habe das immer drauf geklebt. Ich habe ja nur. Also egal. Ich habe ja nur das vorne abgeschnitten. Nee, das ist Plastik. Ja, der Plastik sagt ja immer sehr groß hier, ne? Aber das kennt er ja. So 164. Das ist eine schöne Farbe. Und die kommt doch super, super raus bei dem Bild. Ich finde die total wunderschön. Die, guck mal, da waren sogar drei. Jetzt 208, die habe ich schon, die habe ich gerade gesehen. Ja, aber das ist unterschiedlich. Seht ihr das? Das ist total unterschiedlich. Aber ich kann nicht sagen, ob das noch. Das sind noch Acrylsteine. Also war das von bestimmt von dem Winterhirsch, was ich euch gezeigt habe, ja? Das ist, war ja ein Standardbild. Die hatten damals noch Acrylsteine. Und das sieht man hier auch. Und dann haben die auch in verschiedene Farben. Aber ich mache das jetzt mal. Ich packe mir so ein Ding da rein. Die sind vom Winterhirsch. Das ist echt interessant. Mal das mal. Ich muss echt mal gucken hier. Ich habe euch echt ganz weit oben. Ja. Jetzt ziehe ich euch ja immer recht weit runter. Aber ich dachte, wir machen es mal so. Also, das ist Acryl und das ist Harz. Ist krass, oder? Aber das sieht man, dass es Acryl ist, von daher ist das eigentlich in Ordnung. So, haben wir wieder eine Farbe. Oh, jetzt haben wir die 310. Mal gucken. Och, das ist ja wenig. Und die haben wir ja auf jeden Fall. Achso, wartet mal. Ich habe jetzt 208 zweimal. Da gucke ich nicht, ob das die gleiche Farbe ist, weil es ist schwarz fertig. Achso, wartet.
hätte eigentlich gar nicht reinmachen, weil so viele hier drin ist. Aber wir machen das mal noch mit rein. Heb mal auf, das schmeißt man nicht weg. Das machen wir noch ab. Oder ich mache das dann doch alleine, weil das nimmt viel Zeit in Anspruch. Ich mache das dann alleine. Alleine. Ich mache jetzt nur noch das hier mit ab und dann. Oh, wir wollen heute wieder Wocheneinkauf machen. Und ihr wisst ja, ich mag ja den Lidl, ja. Ja, ich bin meinem Mann zuliebe in den Globus gefahren. Ich hasse es einfach nur. Und dann waren wir halt durch. Naja, da musste dann die liebe Melli aufs Toilette. Da habe ich meinen Mann dann alleine einkaufen lassen. Also ist nicht so schlimm, ne? Also mich hat das ja nicht gestört. Mein Mann stört es auch. Mein Mann stört es aber auch nicht, muss ich dazu sagen. Der macht, der geht gerne einkaufen. So. Weil bin eher ich, dass sie da absolut keine Lust hat. Ich gucke mir das immer an. Weil ich keine Lust habe. Die sehen nämlich auch anders aus. Oder? Steine. Zeit. Und daher einmal neu. Also da gibt es dann wirklich Unterschiede und ich sortiere mir die jetzt nicht nach Acryl und was hat das für eine 13? Nach Acryl und Farb, sondern ich gucke mir das wirklich an, wie ist die Farbnuance. Na, also ansonsten ist mir das eigentlich egal. Da bin ich ganz locker. Auch wenn ich es gerne, oh, der war nicht. Sehr schön. Ist immer schön, wenn man eine Farbe noch nicht hat. Ach, übrigens, ich habe mir jetzt auch ein Bild bestellt. Ohne Steine. Ich will nicht mal mehr sagen, ob es rund oder eckig war. Aber das ist doch egal. Ich freue mich drauf. Da kommt natürlich dann ein Unboxing. Logisch. Da bin ich gespannt. Also, die Heidi, die sortierte dann schon immer in ihren Kocher ein. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gesagt habe, ich will das auch probieren. Ich will das auch mal machen. Aber man hat so viele Steine, ja. Ich meine, meine Strasssteine wurden gerade mal entführt, eine ganze Weile, ein paar Tage, weil meine Tochter sich ja was selber geklebt hat. Ja. Aber ich habe sie schon mittlerweile wieder zurück, also so viele sind es nicht geworden, die dann flöten gegangen sind. Die hat sich dann noch was anderes ausgedacht und dann war das auch okay. Aber ich fand das schon schön, wie sie da das gemacht. Die hatte übrigens von meiner Freundin, die wir bei der Kur kennengelernt haben, die uns besucht hatte, ja, mit den zwei Jungs, hatte die ja eine von Action so eine Lampe bekommen, so eine Winterlampe, ja, so eine LED-Lampe. Ich kann jetzt nicht mal sagen, welches Motiv das ist. Ich habe ja den Tannenbaum, wo die Steine so klein waren, und den Weihnachtsmann, den hatte ich von meiner lieben Kerstin gekriegt. Und sie hat das jetzt auch gepähnt. Abends mal neben mir. Ich habe immer ans Pähnen statt Ruhe. Klammer nicht gemacht. Ja, fand ich schön. Das war in der Fußballzeit, ne? Wo unsere Männer die ganze Zeit Fußball geguckt haben abends. War natürlich meine Tochter genauso langweilig wei mir. Also haben wir bitte gepähntet. 605. So hin. Also auch meine Kopie hier ist eine komische Farbe. Egal.
Ich habe keine Color Coach, nee. Nee. Wollte ich jetzt nicht unbedingt noch anfangen. Nee. Nee, nee, nee. Also, es ist alles in Ordnung. Ich schreck das auch so hin. Weil das. Das noch einkleben und. Nee, das mag ich nicht. Vielleicht irgendwann, ja? Vielleicht irgendwann. Ich meine, ihr wisst ja, ne, ich habe früher nie in Kästen gepaintet, jetzt mache ich das ganz gut. Ich mache jetzt auch Kitting Downs mit Video, obwohl ich das nicht mal gemocht habe. Also es ist ja nicht so, dass ich mich nicht weiterentwickle, ne, und mal austeste und so. Ja, also es kann schon auch sein, dass ein Color Coach dazukommt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, da habe ich wieder so einen innerlichen Monk und denke, Scheiße, du hast aber so viele Bilder schon gemacht und du weißt einfach gar nicht mehr, welches hast du denn zuerst gemacht. Also ist das egal. Dann brauchen wir gar nicht anfangen, weil du kriegst ja eh die Reihenfolge nie hin, die wie ich gepaintet habe. Außer jetzt in diesem Jahr, wo ich mir alles notiert habe. Danke, lieben Heidi. Ja, von daher. 699. Von daher ist das so ein innerer Monk, der dann mir sagt, ach, mach's nicht. Hast ja nie damit angefangen. Obwohl ich das schon immer schön finde, wenn man das so sieht, ja. So weit bin ich schon. So weit bin ich schon, dass ich es toll finde. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt alles wegschmeiße. Das ist ja alles da. Ich habe ja alles schön griffbereit. Also ich merke hier, ne, gerade bei Karat Art, dass ich da noch nicht so viele Bilder in eckig gepaintet habe. Ich habe jetzt einige Farben neu. Das ist sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da kann ich ordentlich Steine wegsortieren hier. Ich habe dann auch noch zwei andere Kitten Downs. Da überlege ich noch, ob ich die vielleicht sogar zusammen mache. Die habe ich ja auch in einem Koffer. Und das würde sich eigentlich anbringen, die gleich zusammen zu machen. Mal gucken. Aber das machen wir dann auch zusammen. Das überlege ich mir noch, wie ich es am besten mache. Und dann werden wir das zusammen machen. Ich mache das ja auch bei den chinesischen Bildern. Ja, da habe ich ja dann auch immer mehrere zusammen gemacht. Ich habe da ja auch schon wieder zwei liegen, oder? Wartet mal. Ja, meine Sweatboxen hier. Zwei. Ja, zwei. Aber da schmeiße ich ja jetzt einiges weg. Ja, also ich heb da nicht mehr die ganz vielen verschiedenen Nuancen auf. Ich, nee. Also ich schmeiße ja nicht weg. Ich habe eine andere Verwendung für, aber ich will nicht jedes Mal die ganzen Nuancen durch und wieder neu und wieder neu und wieder neu. Je nachdem, wie die Farbe aussieht. Und ja, ich gucke dann schon an. Ich meine, die anderen schmeiße ich ja nicht gleich weg. Ne? Die sind ja trotzdem da. So ist es ja nicht. Nee, das ist ein runter. Das war auch eine Hintergrundfarbe hier. Sehr, sehr schön. 747. Ich liebe diese Farbe. Die ist auch so. Ach so, so, so pastellgrün. So. Ach, schön. Ja, da hatten wir sogar zwei Tüten. So viel Farbe war das. Aber auch nur drei Flaschen. Meine Tochter, die ist ja noch im Urlaub, die kommt. Also welches Video hochlade? Wird bestimmt Sonntag sein. Die kommt Samstag nach Hause. Ja. Es ist, also ich muss sagen, es ist nicht wirklich komisch. Also, muss ich sagen. Es ist, sie ist jetzt alt genug, ne? Ich mache mir da auch keine Sorgen. Die ist ja mit den Eltern von ihrem Freund mitgefahren. Das ist auch ein Antrag, nur meinen sie. Die ist hier mehr rosa und Acryl. Und die ist mehr Hautfarben, würde ich sagen. Wieso habe ich jetzt keine. Habe ich noch gar nicht. Nee, mal gucken. 807 sehe ich, aber 806 sehe ich nicht. Ja, mal gucken.
Ja, die ist jetzt alt genug. Ich meine, die wird im November ausfallen. Ich mache mir da auch keine Sorgen. Ich kenne mein Kind, die ist anständig. Die schweren Zeiten liegen, glaube ich, hinter uns. Gott sei Dank. Es muss auch mal fertig sein mit schweren Zeiten, oder? Ja. So, das war 890. Das haben wir jetzt zweimal. Jetzt haben wir 807. Das haben wir dann nicht. Da haben wir einiges durch. Ich habe dann immer gesagt, es geht einfach alles noch schlimmer. Und ich glaube, mit diesem Satz habe ich mich da auch gut ja, über Wasser halten können, um das irgendwie durchzustehen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ne? Es ist nicht immer alles schön. Es ist einfach so. Da ist er, die 806. Ich habe sie gefunden. Das sind so eine schöne Petrolfarben, 806 und 807. Finde ich auch sehr schön. Und es ist alles da. Juhu. Nur etwas vertauscht. So. Jetzt sind wir wieder in der Reihenfolge mit der 909. Ein wunderschönes, kräftiges Grün. Da muss ich jetzt aber mal meinen Zettel schon ins nächste nehmen. Und wir noch nicht. Ja, der Shop. Ich weiß, ja. Und ich bin auch ehrlich, ich bin in den letzten Vorbereitungen. Und mein Mann, der drängelt schon. Und ihr auch, ich weiß. Aber soll ich ehrlich sein? Ich habe Angst. Ich habe das, glaube ich, schon in einem anderen Video gesagt. Ich habe wirklich Bammel. Ich weiß nicht so richtig. Weil das wirklich so der letzte Schritt ist. Ne? Das mit Facebook mit dem Shop und über Kleinanzeigen, das ist schon mal noch was anderes. Aber ein Shop dann, ja. Das ist schon noch was anderes, ja. Aber ich freue mich so. Ja, ich habe den so gestaltet, wie ich gerne wollte. Wir haben noch einiges umgesetzt, was ich im Kopf hatte und was nicht wusste, wie. Und das haben wir auch noch rausgefunden, was die Shopseite angeht. Und auch so. Na, ja. Also. Was hemmt mich noch? Also ich muss mal anfangen. Ja. Die Ware, die stapelt sich. Ich fahre mal wieder neue. Muss auch mal verkaufen, ne? Aber ich liebe das, neue Ware zu finden und für euch vorzubereiten und die Fotos zu machen und das und jenes und gucken und ach, schön, das macht Gaudi. Das macht so richtig Spaß. Ja. Und dann sitze ich da und denke, und wer kauft das jetzt, wenn ich es nicht reinstelle, ne? Das ist auch eine tolle Farbe. 943. Ein wunderschönes, dunkles, dunkleres Türkis. 943. Ach ja. Ja, ich habe jetzt so auch immer mal noch ein Foto geschossen. Also nicht viele, aber so. Ich so gerade noch in den Vorbereitungen bin. Die werde ich dann auch mit posten. Ne? Die Kinder kommen schon immer, Mama, 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 hast du noch was zu tun? Kann ich noch was helfen? Kann sogar mein Sohn. Vielleicht, okay. Ja, ja. Die haben Ferien, ne? Also, ich habe letztens zu meinen Kindern gesagt, das ist wieder, das ist wie wir, ja, so wie ich mir das denke. Und so sind unsere Kinder tatsächlich. Und das wird sich, glaube ich, auch nichts ändern. Mein Sohn, also ich habe gesagt, das ist ganz schön langweilig und Ferien war, wenn die Eltern arbeiten müssen. Oh, ich muss was trinken, entschuldigt. Das ist ganz schön langweilig in Ferien war. Ich muss ja sagen, ich bin ja auch sehr gerne in die Schule gegangen. Und für mich waren Ferien, ja, war schön. Wir waren gut. Aber irgendwie habe ich mich auch immer gefreut, wieder in die Schule zu gehen. Auch wenn es nicht immer einfach war. Mit Mobbing und so, ne? Aber ich bin trotzdem gerne in die Schule gegangen. Zu Hause war das dann langweilig. Ich meine, wir waren ja eh nur draußen. Das ist ja wirklich jetzt
alles anders. Da muss man die Kinder animieren, rauszugehen. Ne? Da. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass es ja langweilig war. Da geht man lieber, da sagten dann alle bitte, oh jo. Also nee, mein jüngerer Tochter sagte, na ja, und mein Sohn sagte, ja. Und da sage ich, na, da geht man lieber in die Schule, oder? Und meine jüngere Tochter, nein. Und mein Sohn, ja, also ich gehe auch lieber in die Schule. Ja, kenne ich. Ihr wundert euch jetzt, warum ihr so wenig Steine sind und denkt vielleicht, oh, wie, muss man ja Angst haben, dass sie nicht reichen. Von den Steinen brauchte ich nur ganz wenig. Und wenn man dann sagt, 10% gehören dazu noch extra, was immer mehr ist, denke ich, waren das ganz wenig Steine. Also ihr braucht euch da wirklich keinen Kopf zu machen. Dass da irgendwas nicht reicht. Und wenn mal was nicht reicht, weil, keine Ahnung, einfach zu wenig dabei war, dann schreibt bitte Karatart an. Ihr kriegt das sofort. Immer schön über den Kundenservice anschreiben. Die Steine kriegt ihr sofort. Das ist echt ganz, ganz klasse. Bei mir war das ja auch und ich hatte die echt am nächsten Tag. 3747. 3747. Ich merke gerade, dass ich euch Quatsch erzähle, was meine Kiste hier angeht. 3747. Ich tue das bloß noch rein, nicht, dass ich das jetzt. Was haben wir denn hier alles? 3747. Ich bin schon wieder zu weit. Oh nö. Ich kann die Zahlen nicht nehmen. Jetzt. Hier ist eckig, hier ist rund und hier ist rund. Weil ich einfach da noch nicht so viel. Aber ich glaube, ich muss dann mir was einfallen lassen hier. Das wird dann nicht mehr so gehen. Hier ist ja die eine meiner absoluten Lieblingsfarben, die 3756. Die sind ganz alles grün. 3756 habe ich schon. Da ist er. Wow. Also das ist ja ein kompletter Unterschied. Aber das sind auch Harzsteine. Nee. Das ist Acryl und das ist wieder Harz. Aber hier sieht es gar nicht so grün aus. Das ist echt ein totaler Unterschied. Manchmal sind die Steine wirklich so verschieden. Das ist echt krass. Okay. So. Ist das jetzt umgebettet? Ja. Nehmen wir gleich so hin. Das ab. Ist egal. Dann machen wir die nämlich auch mal hier rein. Stangenbacher-Teigarten schneiden. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Dann können wir nämlich die auch kleiner und den dünnen Beutel her als Achter legen. So. Super. Erste Sahne. Sehr gut. Das gefällt mir so. Gutes Arbeiten. Ja. Jetzt überlege ich gerade, wo ich wieder stehen geblieben bin. Schade, ich weiß es wirklich nicht mehr. Wenn euch da jetzt eine Frage offen geblieben ist von dem, was ich gerade erzählt habe, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich weiß es nicht mehr, ob ich am Ende war oder ob ich noch was erzählen hätte müssen. 3, 7, 6. Also ich muss ja wirklich sagen, das Bild ist diese Farben und zu wissen, dass bei Friends in the Rain genauso tolle Farben sind. Am liebsten würde ich dir eine Budemütze aufsetzen, in eine Weihnachtsmannmütze, damit ich das in dem Event painten kann, wo wir Animal Event machen mit Weihnachts, mit irgendwas Weihnachtlichem an den Tieren. Ja. Ich habe von meinem Shop erzählt, oder? Wartet mal, was waren das jetzt hier für eine Farbe? 3, 7, 5, 6. Das waren zweimal, genau. Wir haben jetzt 3, 7, 6, 6. Habe ich noch nicht in eckig, aber nur rund. Naja, ich muss wohl doch nochmal hier. Wir haben ja noch einige Farben. Dadurch, dass Karat Art ja jetzt auch immer AB-Steine bei hat. Und ich glaube das. Und die Metallic-Steine heißen. Die heißen nicht Metallic Steine. Mir fällt es gerade nicht ein. Dadurch
Na, fallen ja auch mehr Steine an. Das ist einfach so. Das ist auch wieder eine andere Farbe. Dann nehmen wir auch wieder so ein Tütchen, das übrig ist. Oh, das ist schon vorletzte. Füllen das hier um. Und dann. Oh, das ist zugeschlagen. Nee, ist nicht zugekommen. Na, bitte will nicht. Er macht 2 Wochen Ferien. Und dann ist die vorbei. Meine Große, die hat nur noch 1,5 Wochen. Die fängt dann 1. August die RSJ an. Das ist auch merkwürdig irgendwie. Ein bisschen Schiss habe ich. Ist das komisch? Ja. Nee, ist es eigentlich nicht, ne? Man macht sich ja Gedanken. Wie verkraftet sie das, ne? Wie gefällt ihr das? Schmeißt sie dann wieder hin? Schmeißt sie dann hin, weil sie es nicht verkraftet? Haben wir ihr zu viel zugemodet? Hat sie sich zu viel zugemodet, ne? Das sind alles solche Dinge, die mir als Mama durch den Kopf gehen. Die ich aber im Endeffekt, ich sage meine Mama, die kannst du doch nicht ändern. Ne? Die kann ich doch nicht ändern. Sie läuft da jetzt da rein. Wir haben uns da auch gründlich erkundigt und Infos eingeholt. Also dasselbe nach wie es. Immer wieder darüber gesprochen und auch gefragt. Leute, die schon in dem Beruf sind. Ja, die Tochter passt halt rein, ne, in sowas Soziales, in sowas, wo man helfen kann. Und ja, und der Traum war halt die Herzklinik. Eigentlich war der Traum der Notfallsanitäter. Der ist noch nicht abgeschrieben, der Traum. Wir werden sehen, was das nächste Jahr bringt. Wie weit sie kommt, wie weit sie da merkt, das ist was für sie und das ist nichts für sie. Also ich finde diese RSJ eigentlich ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich hätte es nicht machen wollen. Oh, ist das eine geile Farbe. 38, 46. Wow. Die habe ich auch noch nicht. Wow. Was für ein schönes Türkis. Für mich wäre das nichts gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, ich helfe auch gerne. Aber ich glaube, ich hätte Angst, was falsch zu machen. Ne? Das klingt jetzt doof, ist aber so. Ja. Oh, hier haben wir noch das Ding drin. Aber meine Tochter, die hat ja schon, als sie selber so lange im Krankenhaus war, geholfen. Ne? Also die hat da wirklich ein Händchen dafür, sage ich mal. Ich bin so stolz auf sie. Vor allem da, was sie an den Prüfungen, also wie sie die gerissen hat. Toll. Einfach nur toll. Und ja, wenn man weiß, was wir durch haben mit ihr, was sie durch hat in der Schule, was sie durch hat in den Schulen und auch noch danach. So, ganz ehrlich, ich bin, also wie gesagt, die Lehrerin hat auch Tränen in den Augen. Also das ist nicht, weil sie sie verabschieden muss, sondern einfach, weil sie das letzte Jahr dann zugerissen hat. Weil es so viel besser ging. Und wisst ihr, das ist so schön, wenn man den Zuspruch kriegt. Die Lehrerin, die sie vorher hatte, bevor sie die 10. nochmal gemacht hat, ist ja auch eine ganz liebe gewesen. Mit der haben wir auch viel gekämpft. Also, oh, meine Tochter, also, dass das alles klappt. Die hat da viel, viel mitgeholfen. Auch als im Krankenhaus waren also beide Lehrerinnen. Und warte mal, die habe ich da bestimmt 5.200, oder? Habe ich mir hinten stehen? Jetzt habe ich mir die Bücher stehen. Mit der 5. Steht hier nicht drauf. Und ich habe die tatsächlich nicht. Nur im Abi. Und wenn die dann sagen, andere Eltern hätten aufgegeben, dann ist das für mich. Und ich mir sage, warum? Warum? 208. Das finde ich aber echt ein bisschen. Was soll das sein?
Das ist ja rund. Richtig. Schon wieder gedreht. Die ganze, das ist ja rund. Wirklich eckig. Wenn man dann zu hören kriegt, sagt, andere Eltern hätten aufgegeben, sie können nicht stolz sein und dass wir das geschafft haben, natürlich mit unserer Tochter zusammen, logisch, weil ohne sie wäre das ja nicht gegangen. Auch logisch. Ja, das ist einfach krass gewesen und haben zusammengehalten. Ja, fragt mich, was hier für Streit war und was hier. Oh nee, hört auf, ich will gar nicht mehr drüber nachdenken. Aber es hat alles dazu geführt, dass jetzt alles besser ist, ja. Und wir haben nicht aufgegeben. Also ich weiß noch, als ich noch in der Schule gearbeitet habe, da war eine Mama, die hat sich bei mir richtig ausgeweint. Und das war echt krass. Das Mädchen war dann die Jüngere, die war dann in der 4. Klasse und die wollte einfach nicht in die Schule reingehen. Die hatte immer Bauchschmerzen. Und ich vermute einfach, dass das genau dasselbe war wie bei meiner, dass sie psychosomatisch waren. Aber das habe ich ja dann erst danach herausgefunden. Und da war ich ja nicht mehr in der Schule. Und das Mädel war eh schon raus. Aber die hatte eine große Schwester, die hat Drogen genommen. Und die Mama hatte halt dadurch viel, viel Sorgen. Und ich vermute, dass das Mädchen einfach die Mama auch nicht alleine lassen wollte zu Hause, weil die Große war schon ausgezogen. Oder ja, immer Geld sorgen und Drogen und. Und da war wieder so ein Tag, wo die in die Schule rein wollte. Haben sie geklingelt, weil sie wieder zu spät gekommen sind, weil sie wieder Bauchschmerzen hatte und so weiter. Und da hatte ich sich bei mir direkt mal ja, ausgeheult. Ne? Ich habe das zugelassen, weil die Mama mir leid tat. Weil ich in dem Moment wusste, dass das Richtige ist. Und nicht einfach wieder gehen und sagen, ich habe keine Zeit. Nee, das habe ich einfach genommen. Oder nach dem Elektrischen, aber das war es mir wert. Ich muss euch sagen, da hat mir echt das Herz geblutet, ja. Die Tochter, die kam halt immer nur, wenn sie Geld brauchte. Und ansonsten war die Mama halt der Arsch. Und wenn die sich dann tagelang nicht gemeldet hat, dann ist die Mama hingefahren und ich weiß nicht, ob dann die andere mal alleine zu Hause war. Ich meine, die war ja 4. Klasse dann schon, aber es hat ja nicht erst da angefangen, es hat ja schon eher angefangen. Ja, und immer Sorgen und immer Koma mit der und ja. Und da habe ich dann gesagt zu ihr, weil das ging ja nur wirklich schon lange und die Mama, die, der ging es überhaupt nicht gut und der. Wie gesagt, nur der Schwester, der ging es auch nicht gut. Da habe ich dann irgendwann gesagt, ich glaube, sie müssen sie einfach mal fallen lassen. Und das klingt hart und böse. Aber wenn die sich nicht helfen lassen will, das muss, also immer mal, also es heißt nicht, dass sie sich überhaupt nicht melden soll, aber wegen Geld, Mensch, dass sie kein Geld mehr kriegt, der Hinsicht fallen lassen, sagt, nein, ich kann dir kein Geld. Die hatten ja selber keins. Die war ja auch, hatte auch keinen großen Job, sondern war auch nur Teilzeit beschäftigt, glaube ich. Ist Friseuse? Ich weiß es gar nicht. Also war nicht so, ne? Sie hat ja das andere Kind alleinerziehend zu Hause, ne? Wow, 38, 46 wieder. Und da habe ich ihr dann gesagt, dass es halt vielleicht gut wäre, wenn sie sich finanziell mal nicht mehr unterstützen würde. Das heißt nicht, dass sie sich bei ihr nicht melden soll. Das heißt auch nicht, dass sie nicht bei ihr vorbeifahren kann. Sondern wirklich, und dann weiß ich nicht, was sie dann gemacht hat. Ich kann es euch nicht sagen. Aber das war so ein Fall, wo ich mir gesagt habe, Mensch Mädel, ey, du machst dich so kaputt. Du machst dein anderes Kind mit kaputt. Und ja, aber die Frau hat dann, stopp, die habe ich schon. Die Frau hat dann, weiß ich nicht, was sie gemacht hat. Die Bauchschmerzen bei dem jüngeren Kind gehen weiter. Also es war nicht ausgestanden, sagen wir so. Ich mache ein kleiner so nach dem rein. Weil ich mir die dann wieder wegschöpfe. Und irgendwann war es dann leider so, dass die Schwester gestorben ist, die Große.
Also, ja, ich vermute, an den Drogen. Und das tat mir dann so leid. Aber wiederum muss ich sagen, mir auch nicht, eigentlich auch nicht. Ich weiß auch nicht, das sind so eine Momente, die so schwierig sind, ja. Das sind, wenn dann ein eigenes Kind und, nee, ich habe da so eine Angst die ganze Zeit immer, dass da irgendwann mal was ist mit meinen Kindern. Ich will da, ja, ich will da gar nicht drüber nachdenken, ganz ehrlich. Nee, will ich gar nicht. Ich nicht. Aber da habe ich tatsächlich mal gesagt, ich glaube, sie müssen sie mal finanziell fallen lassen, damit sie das versteht, dass das nicht in Ordnung ist, was sie da macht. Was sie mit ihnen macht und vor allen Dingen auch mit ihrer Schwester, was das macht. Ja, die sind damals auch von Arzt zu Arzt gerannt und haben nichts gefunden. Das ist wie bei meiner Tochter gewesen. Hm. So ist das manchmal. Aber... Ja. Nicht alles gut immer beisammen. Sagt man immer nach Regenwetter kommt Sonne. Manchmal, oder kennt ihr das auch, wenn man so denkt, oh, einem geht's gut. Ich habe Montag wieder einen Arzttermin, denke mir, ja, schenke ich gar nicht, sagen, mir geht's gut. Aber man hat immer so die Angst, dass man das ja gar nicht verdient hat, dass es einem gut geht. Ne? Dass irgendwo jetzt sich schon das nächste Übel noch im Bauch lacht, weil es genau weiß, ja, denkt nicht so gut, es ist eh bald vorbei. Kennt ihr das? Ich will immer gar nicht zu glücklich, das Ding zum Scheibenkleister. Na, ich will gar nicht so glücklich sein, weil ich Angst habe, dass das bald wieder vorbei ist. Die Erfahrung habe ich so oft gemacht. Dabei sage ich mir jetzt, was soll denn jetzt kommen? Aber es kam wieder was. Es kam wieder was, was mir Sorgen bereitet. Das erzähle ich euch vielleicht anderem. Auf jeden Fall kam wieder was. Das ploppte dann so im Urlaub, kam mir der Gedanke und dachte ich, Scheiße. Oder was vom Urlaub? Wie wann war denn das? Okay, es war nach dem Urlaub. Nee, das fiel mir im Urlaub ein und danach habe ich es angesprochen, genau. Also im Urlaub habe ich das, glaube ich, noch nicht angesprochen. Aber danach. Und da dachte ich mir so, nö, das muss jetzt nicht sein. Das ist echt blöd. Aber mir kam der Gedanke und ich mir denke, ja, es stimmt. Also ich, ja, das ist halt, wo ich mir sage, müssen wir abwarten, wie sich's entwickelt. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist eine Sorge einer Mama, ja. Mein Mann macht sich da auch den Kopf drüber, ich schon. Aber ja. Heute war meine Tochter im Kino, spontan, also mein Jüngere, groß ist ja nicht da. Morgen geht mein Sohn ins Kino. Und das Coole ist, wir haben ein Kino hier, alle Filme bis 13 Uhr, also einschließlich 13 Uhr, also die bis 13 Uhr laufen, 5 Euro Eintritt. Das bezahlst du dann, wenn du eine große Nachos nimmst und eine große Cola, zum Beispiel, 3 Euro dafür. Naja, egal. Auf jeden Fall kostet das 5 Euro für alle. Ja, und das finde ich total toll. Klar, wenn man jetzt, es ist schwierig, wobei anders. Meine Kinder sind jetzt so groß, dass die wissen, wenn ich sage, du steigst in die Straßenbahn ein, dann steigst du dort aus und steigst in die nächste Straßenbahn ein und dann steigst du dort aus und bist am Kino. Da wissen die das, ja. Das geht ja jetzt. Das funktioniert ja. Aber wenn die Zwillingeren zusammengehen, dann kommt mein Sohn auch klar. Der kennt das noch nicht so, aber meine jüngere Tochter, die kennt das ja nun. Weil sie ja nun schon ein Jahr umsteigen muss viel mit der Straßenbahn oder mal Komplikationen gab und so und Föhn. Mein Sohn, da ist der Bus gefahren. Und zur Not konnte ich ihn dann auch immer fahren, weil wir das dann trotzdem rechtzeitig geschafft hatten, wenn der Bus nicht kam. So, da können die alleine fahren. Aber wie gesagt, ne, wenn du dann einen Vollzeitjob hast und du gehst wirklich komplett die ganze Zeit arbeiten, dann kannst du dein Kind da nicht hinschaffen zu einem 5-Euro-Eintritt Kino. Das geht nicht. Oder man hat Oma und Opa. Deshalb kann ich euch sagen, ich bin so froh,
dass ich den Schritt gegangen bin und bei meinem Mann angefangen habe mit Arbeiten. Ich bin so froh. Das ist auch nicht immer einfach, nee. Mit Giften und so ran. Das ist echt nicht einfach. Und das Schlimme ist ja, mein Mann ist ja wirklich ein guter Chef. Also ich kann, also das wusste ich schon immer. Dass es bei mir anders ist, ist klar, weil wir ein ganz anderes Verhältnis auch haben. Da kann man sich auch mal angiften, aber das ist wirklich ein gutmütiger Chef. Und ich bin da echt, also so die Vergleiche auch von meinen Eltern manchmal, ne, mit den Chefs oder so, wo ich denke, holla, die Welt würde meine eigenen. Ich mir denke, das ist ja völlig anders. Und wo ich dann manchmal sage, ey, also, nee, komm, lass. Also, nee, das geht jetzt mal gar nicht. Und da musst du jetzt mal durchgreifen. Naja, nein. Und das sagt sogar meine jüngere Tochter, die ja dann mal die Firma haben möchte. Mal gucken. Jetzt ist es immer noch so, dass sie Fliesenlegerin werden will. Aber nice, ne? Das ist ja. Aber, der ist echt zu gut. Und ganz ehrlich, das hätte ich schon viel eher machen sollen. Klar, irgendwann wird der dicke Tod. Also wenn ich jetzt dreimal dasselbe frage. Wir haben jetzt schon manchmal gehabt. Ich habe ihm zugehört, ja. Aber ich habe dann nicht mitgekriegt, was er gesagt hat. Und dann sagt er mal, hast du jetzt mal deinen Kopf für mich oder bist du schon wieder bei deinem Shop? Ja, passiert. Ist so. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Aber ich muss euch sagen, ne, gerade so, sage ich halt, okay, das ist nicht weit weg. Ja, geht klar, du gehst ins Kino, ich schaff dich hin. Ist gebongt. Arbeite ich dann halt hinten raus ein bisschen länger. Na, es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Wenn mein Mann sagt, du, heute, das muss fertig werden oder keine Ahnung oder oh Mist, wir haben das vergessen, wenn das denn einfällt, sondern abends, dann setze ich mich dahin und mach das. Das will er zwar nicht, das will er dann lieber selber machen, sagen, nee, ist meine Aufgabe. Ja, du hast mir nicht gesagt, dass das wichtig ist für Montag oder für Dienstag. Das ist kein Thema, ich mach das. Weil, das muss ich einfach auch sagen, es macht mir Spaß. Es macht mir einfach Spaß. Und wir hatten heute auch so einen Tag. Mein Mann hat heute aber unsere Tochter gefahren. Ich habe dann zwischenzeitlich unseren Sohn zu seinem Kumpel gefahren. Aber ja, wir haben halt echt mal richtig Bambule gemacht. Die ganzen Baustellen, die noch offen sind, die eingetaktet und überall rumgerufen, wer wann kann. Also hier, ne, wer wann da ist und hat echt, also die ganzen Reparaturen so Dinge, sag ich mal. Das Kleinvieh macht auch Mist, ne? Dieses. Sonst zieht man ja immer die großen Baustellen vor, logischerweise. Aber ja. Ich schicke auch gerne mal meinen Mann weg. Dass der mal wieder Abwechslung hat. Gerade wenn jetzt auch so die Kinder die ganze Zeit drin sind, das fängt dann auch an, wenn er dann im Büro sitzt. Deshalb bin ich immer froh, wenn er Außentermine hat. Und Dienstag, dann habe ich den auch wieder voll gekracht gehabt. Aber ja, nächste Woche geht er selber mal wieder fließen, das wird auch gut. So, jetzt haben wir es doch gleich alles abgemacht. Wir sind schon fertig. Irgendwie war das jetzt schnell vorbei, oder? Und ich habe irgendwas gelauert. Wo ich noch dachte, mal sehen. Aber egal, auf jeden Fall muss ich mir was Neues einfallen lassen für meine ganzen Dinger hier. Weil hier die, das wird zu eng. Das kommt ja dann wieder ein ekliges Bild. Mein Puppelkit kommt dann. Dann kommt die Winterkitty. Ja. Da werden wir bestimmt bald zwei Kartons brauchen. Oh, wartet mal, die rosa war ja hier drin. Ja, und die grüne hier. Aber wisst ihr, was richtig Tolles? Ich habe wieder einen 120er Koffer frei. Sehr, sehr, sehr schön. Einer ist noch voll und einer ist jetzt frei. Aber das ist der volle.
Sehr schön. Also hier war auch ein Karabach drin. Und zwar die ja beklebt. So, seht ihr? Einfach fertig. Einfach fertig. Und hier haben wir dann auch noch zwei Bilder drin. Das waren 30x30 Bilder, aber mit vielen Steinen. Das eine war mit 61 Steinen, das andere mit 51 oder so. Aber der ist jetzt erstmal frei. Frei für neue Bilder. Denn wir haben ja viele Events, wie ihr wisst. Ne? Mach mal kurz meinen Schmierzettel. Wir starten noch im Juli. Ah, jetzt haben wir schon gestartet. Bis wir sind schon leider, mache ich ja die Winterkitty. Diamantenzauber läuft weiter. Happy Sweets läuft im Juli. Und im August geht es dann los mit weiterhin Diamantenzauber, wo ich mein Living Book painte. Dann Hakuna Matata von der lieben Heidi. Dann Summer Trills, was ich mit hosten darf. Dann das Herbst-Event, Happy Herbst von der lieben Perla von der Heidi. Und Christmas in July. Christmas in July wäre eigentlich nur bis Mitte August gegangen, aber die liebe Heidi hat das jetzt festgelegt, dass es bis zu Weihnachten geht. Bis Weihnachten geht. Also da können wir dann immer Weihnachtsbilder painten für das Event. Das weiß ich noch nicht, wie ich das mache, weil ich eigentlich will ja die Schneeäulen in dem Event noch painten. Da muss ich gucken. Aber im September ist er wieder so voll, wo ich mir sage, oh nein. Also der November sieht noch gut aus. Da hosten ja Heidi und ich wieder Knobämpfe. Ja. Mal schauen. Es bleibt interessant, es bleibt interessant, es bleibt interessant und es macht wahnsinnig Spaß. Ich freue mich, ihr Lieben, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass wir wieder ein Bild zusammen down gekittet haben. Ein sehr schönes Bild, wo Gott sei Dank noch eins wartet. Und es gibt auch noch eins, was schon länger im Shop bei Karat Art ist. Ja, es steht bei mir auch auf der Wunschliste. Aber mir stehen so viele Bilder auf der Wunschliste. Wahnsinn. Wird Zeit, dass Weihnachten kommt. Dann mein Geburtstag. Ich glaube, mein Mann, der weiß eh, wo er shoppen soll. Der weiß, wo er gucken muss. Wegen auf meinem Wunschzettel. Da ist ja immer alles schön draufgeschoben. Ne? Ja, aber den Purple Cake, den konnte ich nicht warten. Ich sehe noch jetzt wieder Bilder. Demnächst, wo ich mir sage, wir werden sehen. Es kommen schöne Bilder. Und bei Karat Art weiß ich, da kommen viele schöne Bilder. Weiter, immer weiter, weiter, weiter. Ich bin echt gespannt. Ihr Lieben, ich würde jetzt das Video beenden. Ihr seht ja, wir sind schon lange fertig. Ich laufe immer noch. Es hat mir wieder Freude bereitet, mit euch ein Video zu drehen. Es ist immer noch hell draußen, also ist es auch noch nicht so spät. Sehr schön. Und ich kann jetzt ins Wohnzimmer ziehen und kann an meinem Purple Cake weiter pinnen. Ich freue mich. Ja, so werde ich das tun. Ich danke euch fürs Zuschauen. Freue mich natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Einen Kommentar da unten reinschreibt. Denkt mal dran an die Trocknertücher. Was macht ihr mit denen? Schmeißt ihr weg? Benutzt ihr die nochmal? Kann man die überhaupt nochmal benutzen? Ich weiß es nicht. Also, na, meins ist ja dann trocken. Also jetzt für mich, das Ding funktioniert nicht mehr, weg. Aber ja. Aber ihr nehmt ja trockene. Genau. Das würde mich mal interessieren. Also da bitte das Kommentar hinein. Und ansonsten natürlich, lasst gerne ein Abo da, vergesst die Glocke nicht. Und seid wieder dabei, wenn es heißt, bei Mellies Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.